Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist BojiKLP und wir machen weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir ja hier im Dschungel stehen geblieben. Ja. So, dann würde ich mal sagen. Huch, wer ist denn das? Paper 1! Ja, Mann. Scheiße, was los? Ja, viele Leute haben sich ja beschwert, dass ich so emotionslos spiele und dass das Minecraft LP langsam eintönig wird. Da haben wir uns einfach mal gedacht. Am besten stelle ich erstmal die Renderdistanz runter, habe ich mir damals gedacht. Nein. Am besten haben wir uns gedacht, ja, dann zocken wir das Ganze halt mal zu zweit auf dem Multiplayer. Und ich möchte euch doch bitten, die Anfragen wegen IP und so weiter einfach mal zu lassen, denn das ist ein kleiner Privatserver von uns, oder besser gesagt von mir. Und ja, das ist halt privat eben, ne? So, jetzt muss ich noch kurz meine Maus wechseln. Ja. Wenn du Werkzeuge brauchst, hier in der Kiste sind Rohstoffe. Ah, ordentlich Kohle. Kannst auch Diamanten nehmen, wenn du willst. Und hier müsste irgendwo Holz drin sein. So, und ich habe mir gedacht, in der Aufnahme baue ich uns eine neue Mine. Deswegen muss ich erstmal gucken. Ja, doch, ich habe einen Cobblestone dabei. Nehme ich mir mal ein bisschen Kobbel mit. So, und dann verziehe ich mich. Wenn ich wüsste, wo die Türe ist, nach unten. Ah, geh zu, du scheiß Türe. Nein, nicht runterfallen. So. Machen wir jetzt einfach mal eine Spitzhacke. Ja, mach das. So, jetzt. Erstmal den scheiß Drecksbaum hier abholzen. Ja, wow. Ein Baum mit einem Stamm. Das ist natürlich. Ja. Sehr sinnvoll. Bist du denn jetzt? Ich bin unten. Ich bin hier gerade am Bauen einer neuen Mine. Komm ich mal zu dir. Mach das. So, denn ich möchte nämlich hier eine neue Mine errichten. Und diese Mauer soll nur dazu dienen, dass mir hier keine Creepies begegnen. Die Freunde der Natur. Am besten lass mich rein. Ich wollte gerade sagen, am besten kommst du jetzt erstmal rein. So. Und dann hole ich erstmal ganz kurz Leitern von oben und dann buddeln wir uns einfach gerade nach unten. Aber du musst schon sagen, das Baumhaus sieht geil aus. Ja, das ist gut gemacht. Das schwebt zwar zu drei Viertel in der Luft, aber. Ja, eigentlich war da drunter ja Holz, aber ich habe Holz gebraucht. Ja, ja, wir kennen dich. Du rodest sowieso alles. Warte mal, wie bist du? Ah, okay, hier ist ein Baum. Am besten holze ich den Baum hier noch so weit ab, dass hier kein Viech mehr hochkommt. Und ja, bevor jetzt irgendjemand schreibt, da können ja noch Spinnen hochkommen. Ich weiß, dass Spinnenwände hochgehen können. Ich bin nicht dumm, Leute. Ich spiele Minecraft nicht erst seit gestern. Ja. So. Dann verziehen wir uns in den Untergrund, würde ich sagen. Und das am besten, ohne hier irgendwelche großen Löcher zu hinterlassen. Hast du dir eine Schaufel gemacht? Nee, ich habe jetzt nur eine Spitzhacke. Oh, komm, geh ran, du dreckige Leiter, danke. So. Ich glaube, ich muss nachher noch Holz farmen gehen, damit wir hier noch Leitern bauen können hinterher. Weil es war nämlich nur noch ein Stack Holz, was laber ich da? Von diesen Stöcken. Nein, wie heißen die? Ach, verdammt. Doch, Stöcke. Wenn es hat kein Holz mehr in der Hütte gehabt, deswegen konnte ich nicht. Achso, ja, also wenn du Bock hast, kannst du Holzfarmen gehen, musst du aber nicht, ne? Jetzt sind wir ja sowieso auf Steine. Hoffentlich finden wir eine Mine oder sowas. So, ist am besten solltest du mal nicht zu weit runtergraben, weil ich habe nur noch 8 Leitern. Moment. Fällt ja schnell ein. Moment. Also 2 Blöcke kannst du noch. Ab dann sollten wir die. So, genau, weiter nicht. So, ab jetzt sollten wir vielleicht die Treppen nach unten graben Methode benutzen. Also. So. Diese. Ah, jetzt kommt hier wieder Erde, Mann. Kohle. Haben wir zum Glück noch gar nicht genug oben. Ja, ja. Nee, überhaupt nicht. Ach,
ja genau, Leute, viele haben sich ja gewünscht, dass wir in die Tundra ziehen. Ich bin mal offscreen über die Welt geflogen. Und hinter unserem Dschungelbiom ist eine Tundra. Huch, okay. Und genau. Also wenn ihr das immer noch wollt, dann können wir gerne, sofern wir wieder genug Rohstoffe haben für eine neue Minecart-Bahn, können wir gerne weiterziehen in die Tundra. Dann, ja, das wäre optimal, denke ich mal. Und das sind so richtige Nomaden. Oder? Ja, ich finde halt nicht die richtige Gegend, die so für mich perfekt ist, weil ich bin halt so der, ich bin eher so der Spieler, der in eine nur so, ja, an großen Flächen bleibt, wo man halt schöne große Häuser reinbauen kann. Wie tief wollen wir buddeln? Ich würde mal sagen, Höhe 12. Ja, ja. Bear Grylls geht immer auf Höhlenerkundung. Können wir noch eine Weile so weiter buddeln? Wir sind gerade mal auf Höhe 60. Ich weiß. Cola. Lass mal die Kohle abbauen. Ach ja. Boah, ist zum Glück gar nicht viel Kohle. Die sparen echt nicht an Rohstoffen. Das ist echt extrem, ne? Ah. Okay. So. Gut, dann geht es weiter hinab in die Hölle. Dam, dam, dam. Ach ja, ich hoffe, dass Franz heute Zeit hat. Meinst du, dass er dann auch noch hier mitmacht, oder was? Nein, nein, ich meinte jetzt weh. Na gut, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu privat. Das Kotzspiel. Nein! Ah, sorry. Das Kotzspiel. Ich meine, wenn Franz hier auf deiner Map mitmacht, der zerlegt Wetten alles. Oh ja. Dann meint er wieder ein riesiges Weizenfeld anlegen zu müssen. Franz ist der Farmer. Dann baut er wieder so ein riesenschwebendes Weizenfeld hier rein. Reicht ja nur nicht, dass er so ein riesen Baumhaus schwebt. Nein, muss noch ein riesiges schwebendes Weizenfeld rein. So ist er halt. Was mich aber richtig aufregt, ist, dass die Performance so richtig scheiße ist, irgendwie seit dem Update. Da habe ich mich auch schon bei meinen Abonnenten ausgekotzt, ey. Huch, jetzt habe ich mich verbuddelt. Wir brauchen Licht. Okay, mein Essensbalken wird langsam immer kleiner, fällt mir auf. Meine auch. Ich glaube, ich sollte nachher nochmal angeln gehen oben. Denn im Dschungel ist es die einzige Möglichkeit, an Nahrung ranzukommen. Denn wer in der Wildnis überleben möchte, muss wirklich alles essen. Da würde jetzt der liebe Herr Grylls sagen. Naja. Übrigens möchte ich mich an dieser Stelle für 131 Abonnenten bedanken. Ja, das nächste Abo-Special wird dann bei 200 kommen. Und was ich da mache, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das geht viel zu schnell, finde ich. Naja. So. Das ist extrem, wie deine Abonnenten in die Höhe schießen. Naja, mir geht's aber nicht so um die Abos, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es geht ja um den Spaß daran. Denn immerhin, ich bin ja nicht so geldgeil wie manch andere YouTuber. Ich will ja jetzt hier keine Namen nennen. Ja, ich bin auch. Ja, nein. Das ist dumm, sowas. Andere YouTuber als Geldgeil zu bezeichnen. Sowas macht man eigentlich nicht. Aber es gibt wirklich ziemlich viele Leute auf YouTube, die wirklich einfach nur geldgeil sind. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Damit meine ich jetzt auch keine speziellen Let's Player oder sowas, sondern einfach generell. Es gibt viele YouTuber, die einfach nur geldgeil sind. Denen sind ihre Abonnenten scheißegal. Und, naja. Das ist einfach so.
Und ach ja, genau, nochmal zu dem Thema. Viele Leute meinten ja, ich habe in der letzten Aufnahmesession so emotionslos gespielt. Das lag einfach nur daran, dass das Update mich da so angekotzt hat, dieses Rumgeruckle und den ganzen Scheiß. Ihr seht ja, ich muss auf Renner-Distanz normal spielen, wenn ich im Dschungel bin, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und deshalb würde ich sagen, ziehen wir nachher weiter in die Tundra und bauen uns da ein neues Haus, oder? Ey, hier ist Eisen. Ich weiß. Ich baue es mal ab. Sollen wir nachher in die Tundra ziehen? Ja, mir ist es egal. Müssen wir halt einen ziemlich langen Marsch durch den Dschungel machen. Ah, da ist auch noch was. Wollte ich gerade sagen. Boah. Ich habe ein Höhlengeräusch gehört. Ich das, auch. Ja. Hier in der Höhle, hier in der Höhle. Hier in der Nähe ist dann irgendwo eine Höhle. Dschungelhöhlen sind ja bekanntlich ziemlich groß. Ach ja, was ich immer noch nicht verstehen kann, der ganze Wirbel um den Version Changer, wirklich, also. Sorry. Finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich toll, was sie da gemacht haben. Mich gleich als illegales Arschloch hinzustellen quasi, dass hier wirklich jedes Spiel illegal zum Download anbietet, finde ich echt nicht okay. Naja. Im Minecraft Forum wird man erstmal nichts mehr von mir sehen. Außerdem Misa 32x32 HD-Pack werde ich da nichts mehr reinstellen. Da können Sie sich bei den Anbietern oder wie soll man sagen, Inhabern des Forums bedanken, oder? Nicht Inhabern, Moderatoren. Oder Moderatoren. Weil du musst überlegen, ein Admin hat den Forum-Ding sogar kommentiert und meinte, dass das Programm gut und nützlich sei. Aber, naja. Redstone. Redstone. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Redstone seit dem neuen Update sich schneller abbauen lässt? Oder schon seit längerem irgendwie? Ja, irgendwie schon. Früher, weißt du, als ich immer meine Riesenhöhlen gebaut habe. Wir sind ja schon auf Dings. Auf Höhe 5, upsala, ein bisschen höher mal, bitte. So. Wir haben zu viel gequatscht. So, Höhe 12, das ist okay. So. Einfach geradeaus. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so mega ideal. So, ich buddel dann schon mal hier die Erde weg. Du atmest gerade ins Mikro. Ich? Oh, ja. Ach so, sorry. Oh Mann. Aber weißt du, was ich lustig finde? Wenn ich auf Offline gestellt bin, kommst du auf die Idee, mich mal anzurufen, ja? Franz kommt online, kommt aber nie auf die Idee, mich irgendwie anzurufen, auch wenn ich auf Offline gestellt bin, obwohl er es mittlerweile weiß. Tja. Das ist ja typisch unser Franz. Ich würde mal sagen, wir werden langsam mit der Mine mal ein bisschen breiter. Das heißt, wir machen mal die Mine jetzt 4 breit, oder? Oh, Gold. Yay. Noch mehr Gold. Naja, Diamanten wäre natürlich das Beste. Ja, jetzt komm, beschwer dich mal nicht. Gold und Eisen habe ich hier jede Menge. Apropos, ich kann erstmal ein Thema anschneiden. Denn bis ihr dieses Video sehen werdet, wird es wahrscheinlich sowieso soweit sein. Und zwar habe ich, meine Eltern VDSL 50 bestellt. Das heißt, ihr werdet noch schneller Videos zu sehen bekommen. Und wenn es gut läuft, sogar mehrere am Tag. Das heißt, ich kann mehr Let's Plays hochladen. Das ist gut für euch. Mir macht es Spaß und ich meine, solange es mir Spaß macht, ist es ja okay. Denke ich mal. Oh, scheiß Kies, echt. Der regt auf, ne? Immer so viel. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr, da das weiter zu buddeln. Ich baue das einfach nicht. Boah, und der nächste Kies. Krieg ich die Kotze, ey. Zum Glück gibt's ja den Kies-Fackeltrick, wenn du den kennst. Ja, ja, einfach oben eine Fackel. Ne, unten drunter eine Fackel und dann. Naja. Ach so, du willst es hier breiter machen, okay. Ja, 4 genau, um genau zu sein.
Weil so kommen wir nämlich schneller an Rohstoffe ran. Könnten wir ja auch mal mit Minecart hier eine Bahn bauen, wenn du Bock drauf hast. Könnten wir. Na, ich denke mal, wir ziehen erstmal in die Tundra um, weil wirklich Gold. Weil meine Framerate ist wirklich so richtig.